Das war bei mir ja ähnlich. Ich meine, ich habe meinen Freundeskreis auch gewechselt, aber ich hatte ja ein großes, großes Glück. Ich weiß nicht, ob wir über einen Ausstieg irgendwann jetzt reden wollen vielleicht. Wie oder? Du möchtest. Ja, also das große Problem ist ja, was brauchst du, um aus einer Sucht auszusteigen? Das sind ja so die Fragen immer, ja. Es beginnt ja wie alles im Leben mit der eigenen Motivation. Es war deine eigene Motivation, in die Sucht einzusteigen. Und es muss deine eigene Motivation sein, da rauszukommen. Und es wird eben nicht von heute auf morgen passieren. Das ist der erste Punkt, den viele Konsumenten begreifen müssen. Ich habe so viele Leute gesehen, die durch Gerichtsverfahren, durch Jugendämter in Therapien gezwungen worden sind. Wenn du nicht selber aufhören möchtest... Wenn du nicht willst, du wirst nicht aufhören. Wirst du nicht aufhören, sondern es noch schlimmer treiben als vorher. Ja, und viele Konsumenten, das ist jetzt nicht PC, was ich sage, aber gehört dazu, gehen auch 3 Wochen in Entgiftung, um in gefederte Entwöhnung zu machen, damit der Stoff danach wieder richtig scheppert. Das gibt's auch. Ja. Fickt einen halt aber zusätzlich, ne, wenn man öfter so Entgiftungen und Dinge macht. Also natürlich. Bei Alkohol. Gerade bei Opiaten auch und sowas. Ja. Irre, aber ich meine, Opiat ist nochmal ein ganz anderes Thema. Also ich würde jedem empfehlen, versuchen, das einmal zu machen und dann nicht mehr anzufangen, weil das ist auch für den Körper krasser Stress. Und also bei Alkoholkranken zum Beispiel, die haben teilweise, also je öfter die Entgiftung machen, desto krassere langfristige Schäden haben wir. Absolut, dann auch. Darum wird dir ja auch von einem kalten Entzug von Alkohol komplett abgeraten, weil du da sterben kannst dran als Konsument. Ja. Naja, aber ich sagen wollte... Bei Benzos auch unangenehm, kalten Entzug zu machen. Also ich denke so, Opiate, Benzo, Alkoholentzug ist das Heftigste, weil da das Körperliche dazu kommt. Ja. Das hast du bei C ja nicht, das muss man auch erwähnen. Wie ist da so der Entzug? Was war da bei... Also ja, es ist die Psyche. Ich meine, ich habe ja gemerkt, dass du dich in der Biochemie ein bisschen auskennst. Mhm. Dein Dopaminhaushalt ist ja kaputt. Ja. Ist ja beschädigt. Und es wird jahrelang eine Dysbalance existieren in deinem Dopaminhaushalt. Also auch Sport, auch Liebe oder Emotionen werden dich nicht anheben. Und das ist ja das große Problem, wo Leute dann rückfällig werden. Weil sie eben clean kein Glück mehr empfinden. Sagen, ich bin leer, das ich wird auch nicht mehr zurückkommen. Ich kann Sex haben, ich kann mein Kind umarmen, da ist in mir nichts mehr. Das Christel hat das zerstört. Aber es wird ja besser über Zeit, das wissen wir heute aber nicht. Aber halte das mal durch. Ja, halte das mal durch. Das ist echt krass. Und ich habe da Glück gehabt, weil ich, das klingt immer kitschig, aber ich sage das gerne, mich hat die Liebe gerettet. Mich hat die, jetzt mal wieder beim Gesellschaften, wir haben ja so ein Fail für die Gesellschaft, ich merke das, ich habe mich auf die Liebe auch eingelassen, muss ich da sagen. Weil das machen wenige heute auch noch. Weil sich auf Liebe einlassen heißt ja auch, 2 Schritte zurückzugehen, sein Ego klein zu machen. Mhm. Weil es hat auch viel mit Kompromissen, viel mit Verzeihen und Loslassen zu tun. Also da habe ich großes Glück gehabt. Also ich hatte zum einen die Motivation aufzuhören, weil ich wusste, Sebastian, du landest irgendwann unter Klapse. Das habe ich echt gesehen und es war auch vorbei. Ich meine, ich war dann 2007, genau. Ja, da war ich 30. Mit 30 war bei mir eine absolute Kehrtwende im Leben. Mit 30 habe ich angefangen, nochmal zu studieren. Ist die Band zerbrochen, habe ich mit dem C aufgehört und habe mich für die Frau entschieden, mit der ich eigentlich schon jahrelang was hatte. Meine Frau ist Indonesierin, kommt aus Indonesien. Wir kennen uns seit 1995, also seit über 30 Jahren. Und da war immer auch was und es war so ein Traum, ein Ideal, jetzt sind wir bei Idealen wieder. Ich habe es dann klar gemacht. Ich habe mich dann für die Frau entschieden. Es war dann so auf der Kippe, weißt du, wo meine Frau auch gesagt hat damals, also hopp oder top jetzt, entweder kommst du und du entscheidest dich für mich oder ich bin weg. Und dann bin ich ja... Und hattet ihr schon, also sie wusste von deinem... Nein. Das waren ja Urlaubsbegegnungen. Also ich habe sie 96 kennengelernt. Und dann habe ich 97 nochmal besucht gehabt. Sie ist Balinesin im Norden von Bali. Da war dort damals kein Tourist. War ich der Einzige. Und dann gab es 5 Jahre Unterbrechung. Bin ich in die Drogensucht reingerutscht. Hatte auch andere Beziehungen hier in Deutschland. Habe sie aber nie vergessen können. Das war so intensiv. Mhm. So exotisch irgendwo auch, dass ich das wie ein Traum im Kopf hatte. Und dann bin ich nach meiner ersten Berufsausbildung, das habe ich ja alles gemacht. Also ich habe natürlich fett gestopft. Was hast du als Ausbildung gemacht? Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. Ja. Solide Sache. Solide Sache, aber niedrig gearbeitet. Bin ich eigentlich auch nicht, aber ich habe es gemacht. Bin nach der Ausbildung nochmal nach Bali geflogen, hat meine Mutter mir das Ticket nochmal geschenkt, so was sich echt gefreut hat. Ich fummel an den Dingen rum, ich lasse es mal lieber. Ist gut. Und habe dann die Frau wieder getroffen, habe sie ja gefunden und aus diesem Mädchen, das ist eine sehr private Geschichte jetzt, aber es war halt meine Rettung, das muss ich echt sagen. Und aus diesem Mädchen ist eine Frau geworden und ich habe mich unsterblich verliebt, das muss ich sagen. Und das, viele lachen immer, wenn ich das so erzähle und auch in der Schule. Ich finde es komisch, wenn Leute oder auch junge Menschen lachen, wenn man über Liebe redet. Aber weißt du, was ich meine? Ja? Also wirklich wahrhaftige Liebe ist heute ja irgendwie out. Ich erzähle weiter. Ich glaube, dass man das halt weniger erlebt im Moment und das ist halt... Aber da waren wir ja vorhin schon, mehr verschiedene
so das leichter zu begreifendere ist, das, womit man mehr prahlen kann, das, was... Jetzt wieder, ja. Ja, also ich verstehe, was du meinst. Ich glaube auch, aber dass die Lebensumstände es manchmal vielleicht ein bisschen schwieriger machen. Also ich habe auch mich, ich weiß nicht, ich glaube aber, es ist auch nicht so eine Sache, die immer passiert, so schnell. Nee, eben. Und das wollte ich gerade sagen. Also ich hatte das große Glück, warum sage ich ja Glück? Weil mein bester Kumpel hatte das nicht. Ja, der ist mit 35 am Schlaganfall gestorben vom Crystal. Das muss man vielleicht auch noch erwähnen. Boah. Ja? Da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Ich hatte halt das Glück, das zu erfahren in meinem Leben. Und das muss ich mir erst zugute halten und mich dafür zu entscheiden. Und darum meine Botschaft auch in der Schule. Ich mache das ja viel verstanden an Schulen. Wenn euch die Liebe begegnet, dann haltet sie fest und investiert darin. Das haben viele Leute auch verlernt. Ja, also nach dem ersten Streit werden ja Beziehungen beendet, abgebrochen. Es wird gar nicht mehr investiert. Und ich rase jetzt durch mein Leben. Letztendlich, überschau dir mal an. Ich habe meine Frau 96 kennengelernt. Wir haben 2010 geheiratet. 15 Jahre später. Sind heute 11 Jahre verheiratet. Ich kenne sie also seit 26 Jahren. Und das sind Prozesse im Leben, die nachhaltig und wahrhaftig sind. Es geht nicht so. Das ist die Botschaft. Ja. Es geht echt nicht so. Und das kann man auf alles übertragen. Weißt du, was ich meine? Klar. Es gibt nicht den schnellen Erfolg. Das Leben ist ja auch ein lebenslanger Prozess. Und ich hoffe, wir werden begreifen, und wir sind auch fit genug, bis ans Lebensende uns zu überprüfen und zu lernen. Weißt du, das ist doch ein wahrhaftiges Leben, ein ausgefülltes Leben. Wenn ich mit Ende 30 irgendwo sitze in einem Eigenheim und sage, das war's jetzt, ja, da kann ich mich auch aufhängen. Also, ja, klar. Weißt du? Aber du weißt, wohin ich will. Und jetzt nochmal zurück zu meinem Kumpel. Also das ist ja auch der Punkt, das muss ich auch erwähnen hier. Ist eine sehr persönliche Sache, aber das ist 2018 passiert. Er war halt mein bester Freund eigentlich mit, aber auch Suchtkollege. Wir waren also vor der Sucht schon Freunde, war auch ein Bandmitglied und sind gemeinsam als Freunde in die Sucht gerutscht. Mhm. Das gibt es ja auch nicht so oft, dass aus Freunden noch Suchtkollegen werden. Und er hat den Absprung nicht geschafft und ja, ist am Schlaganfall gestorben, ja, mit 35. Und ich habe ihn noch auf der Intensivstation besuchen dürfen. Und wenn du deinen besten Freund siehst mit Schläuchen im Gesicht und mit schon, ja, keine Ahnung, grauen Augen, ist das ein Bild, was du nicht vergessen wirst. Und darum sitze ich, glaube ich, heute auch hier. Darum mache ich das mit den Veranstaltungen auch weiter, weil du, ich habe ja manchmal auch schon so Anflüge gehabt, Sebastian, wie lange willst du das noch machen? Weil das Thema lässt sich ja nicht los. Mhm. Aber als ich ihn da dort gesehen habe, dachte ich mir, ich glaube, du hast ja einen Auftrag. Du musst das weitermachen. Weil es eben nicht die Präsenz auch in den Medien hat, wie es eigentlich sein müsste. Wie ist die Tendenz für dich persönlich? Hast du das Gefühl, dass es mehr wird? Christel? Ja. Natürlich. Siehst du doch schon daran, dass Christel kein ostdeutsches Thema mehr ist. Ja? Dass mexikanische Kartelle sich in Holland eingenistet haben und dort fett jetzt Meth kochen. Ich meine, das sieht man ja auch an den medialen Berichten. Hartes Deutschland hat das aufgegriffen und auch, was weiß ich, Stand.tv etc. Das hätten sie, glaube ich, nicht gemacht, wenn es nur in Sachsen gewesen wäre. Weißt du, was ich meine? Da können wir beide wetten, dass es definitiv nicht so gewesen wäre. Genau. Also.